Und damit willkommen zu einem weiteren Video bei Spoilerwarnung. Heute reden wir mal über Gen V und zwar in Form eines Rankings. Wir reden heute über die neuen Charakter dieser Serie und vor allem halt die Schüler der Godolkin University. Ein Charakter haben wir hierbei rausgelassen, nämlich Tech Knight. Tech Knight ist ein krasser Charakter, wer die Comics gelesen hat, weiß, er ist im Prinzip ein Iron Man-Verschnitt. Zwar jetzt nicht von Jeffrey Dean Morgan gespielt, wie viele es wollten, aber hey, trotzdem gute Performance. Und wir wissen, dass er halt einen Tumor hat, der ihn halt alles, ihr wisst schon, machen lässt und dass er sehr intelligent ist. Ansonsten ist er sehr gut in Sachen Verhör und sehr beliebt, aber wir können ihn nicht wirklich ranken. Außerdem lassen wir bekannte Charakter raus, heißt Victoria Newman, ist hier nicht in der Liste enthalten. Genauso wenig Mitglieder der Seven, die entweder namentlich erwähnt werden oder wie bei Homelander auch vorkommen. Wir wissen, dass sie sehr stark sind. Dazu könnt ihr gerne unser normales Ranking abchecken, das wir zu The Boys gemacht haben. Das ist im Ungefähren halt fast dieselbe Liste, wie wir heute hätten. Denn die Hälfte der Charakter hier drin wird da keinen Platz finden und die andere Hälfte ist eher potenziell gesehen. Aber wir reden hier immerhin über Anwärter der Seven. Fast jeder Charakter hier drin ist ein potenzieller Seven. Und deshalb reden wir hier wirklich über sehr mächtige Charakter. Aber an der Stelle würde ich sagen, wenn euch das Ganze gefällt, lasst ein Abo da und ja, fangen wir direkt mal an. Platz Nummer 10 ist Rufus, ein weiterer Charakter aus Supernatural. Und zwar hier in einer nicht ganz so coolen Rolle. Er ist aber lustig. Seine Fähigkeit ist ähnlich wie die von Mindstorm. Er könnte potenziell vielleicht sogar Homelander ausschalten, wenn er ihn überrascht. Aber wir haben bei Mindstorm gesehen, er konnte zwar einen Butcher besiegen, aber Soulja Boy wusste, worauf er sich einlässt. Und hat ihn wirklich den Schädel eingeschlagen. Er kann Mind Control ausüben. Und wir wissen ja, er hat ja fast sich an gewissen Schülerinnen vergangen, wie Marie beispielsweise. Und er kann Gedanken hier auch löschen. Ist also eine sehr mächtige Fähigkeit. Aber im Prinzip ist unser nächster Platz relativ ähnlich. Und damit würde ich auch an Dennis überleiten. Ja, auf dem nächsten Platz, nämlich Platz 9, haben wir Kate Dunlap. Und ihre Kräfte sind eigentlich ziemlich, ziemlich stark. Und da kommt aber ein großes Aber. Denn wenn jemand weiß, was ihre Kräfte sind, ist sie halt eigentlich überhaupt nicht mehr stark. Sie kann im Prinzip ja Kontrolle erlangen über, ja, was die Person machen soll. Ihr Gegenüber kann im Prinzip komplett kontrolliert werden. Das einzige Manko ist, sie muss mit der normalen Hand diese Person berühren. Deshalb trägt sie auch immer Handschuhe, damit das in dem Fall nicht jedes Mal passiert, wenn sie irgendwem die Hand gibt oder irgendwen berührt. Das heißt, eigentlich könnte sie sogar Homelander besiegen, ohne Schwierigkeiten, wenn er nicht wüsste, was ihre Kräfte sind und wenn sie wirklich so nah drankommen würde. Die Wahrscheinlichkeit für diese ganzen Punkte, ja, ist halt sehr, sehr gering. Daher schwierig, sie zu ranken, denn ohne diese Kräfte hat sie halt eigentlich überhaupt nichts. Heißt im Prinzip, eigentlich ist es nur mit einem Überraschungskommando wirklich gut zu nutzen und in diesem Fall landet sie auf Platz 9. Der nächste Charakter ist ein Charakter, den wir schon in ähnlicher Form gesehen haben und uns mehr oder weniger denken können, wie stark er ist. Unser Maverick, er ist tatsächlich der Sohn von Translucent und er wurde tatsächlich auch erwähnt, also das war in Staffel 1. Da hat sich ja auch Huey mehr oder weniger darüber gewundert oder es tat ihm auch ein wenig leid, weil wir wissen ja, er hat viel Zeit mit seinem Vater verbracht. Was uns ja auch irgendwie verrät, er wird auch einiges von ihm gelernt haben. Wir wissen, er hat eine Carbonhaut, heißt, er ist wirklich sehr schwer zu durchdringen. Wir haben ja gesehen bei Translucent, da gab es eigentlich nur wenige Möglichkeiten und das war jetzt nicht gerade die coolste Möglichkeit, aber hey, effizient im Endeffekt. Bei ihm hat man es anders geschafft, er ist aber auch nicht ganz so erfahren. Er hatte aber auch eine gute Rolle als Schulsprecher oder zumindest hatte er auf jeden Fall was zu sagen. Und war auf jeden Fall auch einer der beliebteren. Er war sogar Anwärter für die Seven, aber man wollte halt was Neues haben. Und im Endeffekt, er ist auch nicht der Allerhellste. Dennoch, seine Fähigkeiten sprechen für sich. Und wir wissen, sein Vater gehört definitiv zu den stärkeren Charakteren, die wir kennengelernt haben. Übermenschliche Stärke, gepaart mit Unsichtbarkeit. Und noch dazu halt die Fähigkeit, einfach alles einstecken zu können. Bis auf bestimmte Körperbereiche. Ist halt einfach effektiv, also deshalb ein sehr verdienter Platz. Dann kommen wir zum nächsten Charakter und zwar Nummer 7, Emma Meyer. Und sie hat eine sehr krasse Fähigkeit. Im Alltagsleben ist schwer zu gebrauchen, denn wenn sie in dem Fall sehr viel isst, dann kann sie größer werden. Und wenn sie in dem Fall sich dazu bringt zu kotzen, dann kann sie kleiner werden. Das kann man auf verschiedenste Arten und Weisen nutzen. Wir haben gesehen, wie sie es nutzen könnte als kleine Person und auch als große Person. Als große würde sie natürlich sehr stark werden, als kleine kann sie sich in alle möglichen
Orte schleichen und teilweise auch Personen aus dem Inneren heraus, ja, töten. Und das kann auf jeden Fall in allen Fällen gut genutzt werden, auch als Überraschungsangriff. Auch wenn man weiß, was ihre Kräfte sind, ist es trotzdem schwierig, sie als kleine Person wahrzunehmen, als winzige Person sogar. Daher kann sie die Kräfte eigentlich schon sehr gut nutzen und ich denke, in Staffel 2 wird sie vor allem auch diese größere Variante sehr oft noch zu nutzen. Das hat sich ja auch ein wenig weiterentwickelt im Endeffekt, also es konnte sich ja ein bisschen besser kontrollieren gegen Ende. Da haben wir ja auch eine weitere Person mit der Fähigkeit gesehen, ich glaube, ihr wisst, welche Szene gemeint ist. Auch ein wenig eklig. Der nächste Charakter geht ein wenig mit dem Übernächsten einher, aber zuallererst haben wir hier Andre. Er ist der Sohn von Polarity, was ein wenig den nächsten Platz verrät. Andre ist ein Charakter, der sehr cool rüberkam, aber seine Fähigkeiten zum Teil nicht gut kontrollieren konnte, wie schien, da er zum einen auch jemanden schwer verletzt hat, was da Maries Glanzmoment war. Er war aber dennoch ein Anwärter für die Seven, war sehr, sehr weit oben im Ranking und seine Fähigkeit ist im Prinzip einfach Metallkontrolle. Er kann jegliches Metall kontrollieren, quasi magnetische Fähigkeiten. Und ja, Polarity, der Name verrät es eigentlich schon. Er konnte damit auch ein Heli in der Luft halten, was hier zeigt, dass er wirklich eine enorme Kraft ausüben kann. Ansonsten ist er körperlich etwas stärker als der Durchschnitt und war der beste Freund von Golden Boy und so gesehen mitunter die Nummer 2 bis Nummer 3. Später war er zwar etwas höher im Ranking aus verschiedenen Gründen, man kann aber sagen, dass er grundlegend auf jeden Fall zu der Elite gehört hat. Und er ist nach wie vor am Leben, also von ihm kann man auch definitiv einiges erwarten. Und ich denke mal, dass er durchaus in den Seven gepasst hätte. Aber gut, im Endeffekt, warum nicht? Auf dem nächsten Platz haben wir, wie gerade schon erwähnt, Polarity, den Vater. Und er ist im Prinzip die The Boys-Version von Magneto. Und daher hat er im Prinzip genau diese Art von Kräfte. Der einzige Grund, warum wir ihn über Andre gesetzt haben, ist, weil er halt älter ist und dadurch automatisch mehr Erfahrung haben sollte. Daher werden die beiden sich nicht allzu viel nehmen. Und ich denke, ein Andre wird auch stärker werden als er in Staffel 2, trotz der ganzen Krankheit, die die beiden befällt. Die dürfen die Kräfte ja nicht allzu lang nutzen, weil ansonsten ihre Körper auch schwächer werden. Trotzdem wird Andre auf jeden Fall in Staffel 2 diese Kräfte weiterhin nutzen. Und Polarity wird er jetzt komplett aufhören, diese Kräfte in Anspruch zu nehmen, weil er ansonsten sehr, sehr schnell sterben wird. Aber alles in allem ist Polarity auf jeden Fall noch ein Platz über. Der nächste Charakter ist Marie Moreau. Wir wissen, dass sie ihre Fähigkeiten einfach nicht so gut kontrollieren konnte. Und es wurde ja tatsächlich revealed, die Fähigkeiten von Victoria Newman sind dieselben. Also sie hat tatsächlich auch die Fähigkeit, Blut zu kontrollieren. Das war davor immer eine Frage, was die Fähigkeiten sind. Es scheint aber nicht exakt das gleiche zu sein, da wir wissen, dass Newman jemanden dabei so ins Visier nehmen muss und sich ihre Augen auch verändern. Bei Marie ist das bisher zumindest nicht der Fall. Sie scheint auch ein wenig vielseitiger kämpfen zu können. Konnte beispielsweise auch Wunden wieder verschließen, aber auch Blut peitschen und Lassos einsetzen. Aber auch Blut, gerinnen lassen und daraus halt so eine Art Klingengeschoss formen. Und damit auch Metall durchdringen. Also allgemein war das sehr, sehr beeindruckend. Wir wissen ja, deine Dude will das ja direkt in seinen Film integrieren. Und ansonsten konnte sie auch Herzen anhalten, was ich eine deutlich effektivere Möglichkeit, jemanden zu killen finde, als einen Kopf in die Luft zu jagen. Also keine Ahnung, warum das Newman nicht so macht, aber damit konnte sie auf jeden Fall auch Jordan sehr gut unter die Arme greifen. Und allgemein finde ich ihre Entwicklung ziemlich cool und auch ihre Connection zu allen Charakteren, sei es zu einer Emma oder einem Jordan. Also das fand ich definitiv auch cooler als Wednesday oder so. Und ein sehr guter Protagonist, wie ich finde. Nur hat sie noch sehr viele Probleme, ihre Fähigkeiten gänzlich auszunutzen, da auch ihre Familie dadurch sehr stark gelitten hat, vor allem ihre Schwester, die das Ganze überlebt hat. Und sie ist auch körperlich ein bisschen stärker, da sie auch den Laser von Homelander, den er zwar kontrollieren kann, aber definitiv auf einer Stufe eingesetzt hat, um sie auszunocken. Und ich denke mal, dass man von ihr auch in Staffel 4 von The Boys was erwarten kann. Und wenn nicht, dann spätestens in Gen V Staffel 2. Ist halt die Frage, wie es genau jetzt vonstatten gehen wird. Aber ich glaube, Butcher wurde nicht grundlos angeteased. Also Marie Moreau, definitiv ein Sympathieträger und da kann man sehr viel erwarten. Platz 3 ist schwierig gewesen, da wir ihn mit Platz 2 hin und her getauscht haben, aber auf Platz 3 haben wir tatsächlich Jordan. Zwei Charaktere im Prinzip und ein sehr, sehr starker Charakter, kann switchen zwischen diesen ganzen Gendern und hat sehr, sehr starke Energieimpulse, die er sie abfeuern kann. Und wir haben außerdem gesehen, sehr, sehr intelligent, konnte gegen beide, Golden Boy und Sam, lange standhalten. Alles in allem würde Jordan wahrscheinlich aber trotzdem verlieren. Auch wenn es am Anfang gut aussieht, sind die anderen beiden doch auf längere Kampfgeschehnisse
gesehen, doch um einiges heftiger. Vor allem, weil die ein bisschen wilder auch kämpfen und Jordan doch schon sehr, sehr korrekt. Und ja, daher würde Jordan wahrscheinlich doch auf lange Sicht den kürzeren ziehen. Der nächste Charakter ist Sam. Sam ist potenziell sogar auf Platz 1, also es wurde schon gestated, der ist eigentlich der Stärkste, aber er hat sehr, sehr wenig Erfahrung im Kampf und ist auch psychisch nicht ganz auf der Höhe. Also das wurde zwar sehr lustig dargestellt mit den Puppen, aber er ist halt wirklich ein brutaler Massenmörder, wenn man so sehen will. Auch er hat sich ein bisschen weiterentwickelt, auch dank Charaktern wie Emma. Luke ist nicht mehr da, also wir wissen auch nicht genau, wie sich das auf ihn auswirken wird in der weiteren Zeit. Was wir aber wissen, ist, dass er keine Gefühle mehr hat. Das wäre eher ein Vampire Diaries-Charakter, der mal eben die Menschlichkeit ausschaltet. Also, ich denke, das könnte ein Riesenproblem werden. Gut, man hat noch theoretisch Kate, die noch einen Arm hat, um ihn wieder zurückzuverwandeln, in Anführungszeichen. Aber ich denke, er könnte eine sehr, sehr gefährliche Killermaschine werden und gehört ja jetzt zu den New Knights of Godolkin. Und im Prinzip hat er einfach nur die Standardstärke, die auch eine Queen Maeve hat und kein Feuer oder dergleichen oder Schockwellen wie bei Jordan. Aber er braucht es anscheinend auch nicht, da er allein mit seiner regulären Kraft selbst Charakter wie Emma, die riesig werden können, weghauen kann. Also ein sehr, sehr interessanter Charakter, durchaus. Und auf Platz 1, wir haben es eigentlich schon gesagt, Golden Boy, Luke. Und auf jeden Fall verdient, im Prinzip die menschliche Fackel, auch von den Fantastic Four. Und ja, die Kräfte sind jetzt nichts Neues, aber die sind sau stark und die haben ihn generell auch einfach sehr viel stärker werden lassen. Wir haben gesehen, er konnte sich aber am Ende auch selber sprengen. Ja, im Prinzip konnte er gegen jeden von denen kämpfen. Keiner von denen würde wirklich gegen ihn ankommen. Hier und da würde es wahrscheinlich knapp werden, aber Golden Boy würde am Ende doch siegen. Schade, dass wir nicht mehr gesehen haben. Ein cooler Charakter gewesen und hätte auf jeden Fall Potenzial für mehr Screentime gehabt. Was habt ihr von den Charakteren gehalten? Was sind eure Auflistungen? Was sind eure stärksten Charaktere? Welche Charaktere mochtet ihr vielleicht gar nicht? Schreibt es gern mal in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, das nächste Video erscheint, wenn Rufus mal wieder jemanden abschleppt. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.